Die Hannover Messe 2015. Großes Interesse gleich am ersten Tag und hoher Besuch bei Siemens. Kanzlerin Angela Merkel, der indische Premierminister Narendra Modi und Siemens-Chef Joe Kaeser begegnen sich im Digitalisierungsforum auf dem Messestand. Die Gäste informieren sich über die Themen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. What we'd like to show you today is what digitalization is all about. There is so much talk about digital manufacturing, there is so much talk about Industry 4.0 or the Internet of Things, but here and today, this is digitalization at work. This filling and packaging machine is equipped with an innovative transportation system. We can personalize and individualize the manufacturing process. So this is basically made to order. And for you today, we thought we're gonna do a little flacken. An der Verpackungsmaschine konfiguriert die Kanzlerin ihren eigenen Parfümflakon. And that's what it is. Den normalen Kunden, wie lange dauert das dann, wenn er zu Hause etwas bestellt? Sobald die Maschine einen Auftrag bekommt, ein individuelles Label zu produzieren, das ist jederzeit möglich. Und ist der Versand der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dann, ne? Richtig. Absolut. Wenn ich nicht selber zur Fabrik komme und mir meinen Flakon abhole. Ja, also man könnte zum Beispiel jetzt auch ein bisschen ein Parfüm machen. Machen wir erstmal Angela's Dream, nicht? Aber Parfüm ist Parfüm. So, okay. Sehr gut. Das Verschmelzen der virtuellen mit der realen Welt wird auf dem Messestand anschaulich unter dem Motto On the way to Industry 4.0, driving the digital enterprise demonstriert. Siemens öffnet das Fenster zur Zukunft.